Offiziell soll der M3 Touring rund 10 Liter auf 100 Kilometern verbrauchen. Aber wie viel verbraucht er, wenn man so richtig sparsam fährt? Und wie viel verbraucht er, wenn man so richtig Gas gibt? Um das herauszufinden, fülle ich den 59 Liter Tank bis zum ersten Klacken der Zapfpistole. Wenn ich anschließend meine Verbrauchsstrecke gefahren bin, mache ich das gleiche nochmal. In der Basis kostet der M3 Touring Competition ab 102.590 Euro. Das sind rund 15.000 Euro mehr als ein Audi RS4 Avant. Ich fahre jetzt wie jemand, der den M3 als Firmenwagen hat und gerade erfahren hat, dass er Privatfahrten selbst bezahlen muss. Also sehr langsam, so zwischen 80 und ungefähr 100 km/h, sodass man die LKW gerade nicht hinten reinfahren. So fahre ich 100 Kilometer, dann tanke ich ihn voll, dann weiß ich den Minimalverbrauch und dann ermittle ich den Maximalverbrauch. Da fahre ich wie jemand, der den M3 als Firmenwagen hat und eine Tankkarte hat. Das Auto wiegt knapp 1,9 Tonnen, also eigentlich eher so knapp unter 2 Tonnen. Das ist schon nicht ohne, hat aber auch Allradantrieb. Der Motor ist ein 3 Liter Sechszylinder mit 510 PS, das hier ist die Competition-Variante. Das Drehmoment sind 650 Newtonmeter, von 0 auf 100 geht es in 3,6 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist limitiert auf 250 km/h, außer man hat das M-Drivers Package, was dieses Auto hat, und dann geht es bis 280. Die kleinen M-Modelle, kleinen Anführungszeichen, bei denen ist bei 280 Schluss. Die schnelleren, die fahren 300, ich glaube 305, also schnellere, größere M5, M8, die sind ein bisschen schneller. Das Getriebe ist eine 8-Gang-Automatik. Wie die schaltet, kann ich im Moment noch nicht sagen, weil ich überhaupt nichts mache. Ich tuckere hier im 8. Gang. Der M3 Touring ist sehr ungewöhnlich für BMW. Es gab offiziell noch nie eine Kombi-Variante von diesem Auto, außer man zählt den E46 Prototypen dazu, aber das würde ich nicht, weil der war nicht wirklich offiziell. Aber anders als Audi ist BMW gar nicht so die Kombi-Marke. Ist eigentlich ein bisschen kurios, wenn man bedenkt, wie sich Audi durchgesetzt hat mit den Avant-Modellen, ne? Im sportlichen Bereich, und bei BMW ist das überhaupt nicht der Fall. Und es war auch intern nicht leicht, dieses Auto überhaupt herzustellen. Intern hat es übrigens auf den Namen Bielefeld gehört für eine Weile, weil Bielefeld gibt es gar nicht. Erst später, als man dann zugegeben hat, dass man wirklich daran arbeitet, hat es eine offizielle Kennung bekommen, das Modell. Wichtig zu erwähnen, den gibt es aktuell nur als Competition, das bedeutet stärkste Variante. Die anderen BMW-Modelle, sowas wie M4, M3, nicht als Touring, die bekommt man ja auch noch in den niedrigeren Leistungsstufen. Verglichen mit der M3 Limousine wiegt der Touring 85 Kilo mehr. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht so viel. Ich meine, das ist das Gewicht eines erwachsenen Mannes ungefähr. Wenn man mal bedenkt, wie schwer das Auto insgesamt ist, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Warum ist er denn schwerer? Also er hat natürlich ein bisschen mehr Karosserie, das ist das eine, aber er hat halt auch viel mehr Verstrebungen und Versteifungen in sich, denn man kann sich ein Kombi so ein bisschen wie ein Cabrio vorstellen. Dadurch, dass hinten dieser riesige leere Raum ist, hält das nicht so gut zusammen wie bei einer Limousine. Da kann man die Verstrebung einfach so hinten drin haben. Hier muss man das dann alles in den Unterboden einbringen und dadurch steigt auch das Gewicht. Genauso wie bei Cabrios das Gewicht im Vergleich zur normalen Hardtop-Variante ja auch immer ein bisschen höher ist. Von 0 auf 100 ist die Kombi-Variante aber gerade mal 0,1 Sekunde langsamer als die Limousine. In puncto Effizienz bietet dieses Auto eigentlich gar nicht so viel. Das hat ja dann dieses typische BMW Efficient Dynamics Zeug an Bord, aber das hat jetzt keine massiven Auswirkungen. Natürlich habe ich eine Start-Stopp-Automatik, aber die spielt jetzt bei dieser Fahrweise ohnehin keine Rolle. Ja, auch die Nebenaggregate werden so ein bisschen verbrauchsoptimiert angesteuert. Man achtet schon darauf, dass hier keine Energie sinnlos verschwendet wird, außer ich gebe Gas. Aber es ist jetzt nicht so, nach heutigen Standards vor allem, dass dieses Auto mega sparsam ist. Dieses Auto ist ein gutes Reiseauto. Es ist super leise hier drin. Der Komfort geht vollkommen in Ordnung. Obwohl er natürlich härter ist als ein normaler BMW, aber es ist nicht so, dass es einem Zähne aus dem Kopf schütteln würde. Die Schleichfahrt findet schließlich ein Ende und ich tanke den M3 genauso voll wie beim ersten Mal. Die Reifen sind übrigens keine steinharten Spritspargummis, sondern Michelin Pilot Sport 4S. Vorne sind es 19 Zöller mit 275 mm Breite, hinten sind es 20 Zöller mit einer Breite von 285 mm. Bevor es weitergeht, muss ich testen, ob der Blinker wirklich funktioniert. Bei erstaunlich vielen BMW-Modellen scheint der defekt zu sein. Also entweder das oder es liegt an den Fahrern. Aber es kann nicht an den Fahrern liegen. BMW-Fahrer sind immer perfekt.
Dieses Modell hat die Carbon-Keramik-Bremse, das bedeutet 400 mm Scheiben vorne, 380 mm Scheiben hinten. Das ist Teil des M-Racetrack-Pakets. Da gehören unter anderem auch die Carbon-Sitze dazu. Das Ganze kostet 15.600 Euro. Dafür bekommt man Sitze, die beim sportlichen Fahren fantastischen Seitenhalt geben und die beim Langstreckenfahren ein bisschen unbequem sind. Außerdem haben sie Löcher, durch die die Kinder einen in den Rücken zwicken können. Der M3 hat die aus dem Dreier bekannte zweigeteilte Heckklappe. Und das Kofferraumvolumen sind 500 bis 1510 Liter. Die Klappe ist aber ein bisschen langsam. Als M3-Fahrer hat man eigentlich keine Zeit, so lange zu warten. Wie ihr vermutlich hören könnt, ich muss auch ein bisschen lauter reden. Jetzt ist das Tempo ein anderes. Das sind jetzt 170, die relativ geschmeidig hier vonstatten gehen. Das Auto bewegt sich auch nicht wirklich mehr als vorhin. In welchen Settings bin ich eigentlich? Mal kurz auf Setup wechseln. Ich bin beim Motor in Sport Plus, ich bin beim Fahrwerk in Komfort, denn die Autobahn ist nicht wirklich spiegelglatt, sondern hat ein paar Verwerfungen. Ich finde, das Auto ist leichter kontrollierbar und weniger nervös in Komfort. Mit der Lenkung übrigens genauso, das sind eher Rennstreckeneinstellungen, wo ich will, dass das Auto wirklich super nervös die Spur wechselt oder sehr sensibel reagiert. Das möchte ich alles auf der Autobahn nicht. Bei der Bremse bin ich in Sport, denn die soll gut ansprechen, und beim Allradantrieb bin ich im normalen 4WD. Das 4WD Sport ist quasi Allradantrieb mit zurückgenommenem ESP, ist auch eher nicht so sinnvoll für das, was wir hier gerade machen. Und ich schalte manuell durch die 8 Gänge, denn das ist besonders ineffizient. Und es schaltet wirklich super schnell, dieses Getriebe. Nochmal runterschalten gerade. Die Übergänge sind überhaupt nicht ruppig. Also diese Automatik, diese Wandlerautomatik ist echt der Wahnsinn. Hoch, runter, da ist keine Gedenksekunde, da ist auch kein Rucken drin. Carbon-Schaltwippen übrigens. Der M3 Touring hat übrigens einen Nordschleifenrekord für Serienkombis aufgestellt. Der war ganze 10 Sekunden schneller als der Mercedes AMG E63, das T-Modell von der Version. Für ein Auto, was weniger Leistung hat, der AMG ist nämlich deutlich stärker, sind 10 Sekunden auf der Nordschleife schon eine Leistung. Das Auto ist halt unheimlich steif, das heißt, wenn die Karosserie sich nicht so stark verwindet, dann kann man das Fahrwerk natürlich auch weicher machen, und wenn das Fahrwerk weicher ist, hat das Auto viel besseren Bodenkontakt und kann dadurch schneller fahren, anstatt dass es einfach so knallhart über alles drüber rumpelt und es ständig zu Traktionsverlust kommt. Von 0 auf 200 geht es übrigens in 12,9 Sekunden. Jetzt habe ich endlich mal freie Bahn. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jetzt das Pedal wirklich bis zum absoluten Bodenblech drücke. Jetzt mal kurz, was war das eben, 230 oder so? Ich denke nicht, dass ich bei diesem Verkehrsaufkommen 280 knacken werde. Das ist ohnehin immer schwierig auf Autobahnen, vor allem wenn die zweispurig sind mit Lastwagenverkehr. Aber 200 kann ich schon mal fahren. Aber das nur so für den Hinterkopf. Das heißt, ich werde jetzt nicht Dauerbetrieb 280 fahren, sondern einfach nur zügig. Das heißt, kein Maximalgeschwindigkeitsverbrauch. Und da ist ein BMW einfach mal so, ohne zu blinken, auf die linke Spur rausgezogen. Also typisch BMW-Fahrer, ne? So, warte, jetzt 240, 50, 60 laut Tacho. Also in Wirklichkeit ein bisschen langsam, aber da vorne kommt schon wieder eine Kurve und der Verkehr wird dichter. Ich glaube, das waren mal kurz ein bisschen über 260. Was halt wirklich beeindruckt ist, wie sicher er liegt. Der hüpft hier nicht rum. Ich finde den sogar sehr viel angenehmer zu fahren als den Audi RS6, den wir vor einer Weile in einem Verbrauchsvideo hatten. Meine Schaltstrategie ist übrigens auf dem aggressivsten Setting. Das kann ich an diesem Hebel hier ändern. Dreimal drücken bedeutet aggressivster Modus. Bremse lässt sich übrigens sehr schön dosieren, obwohl sie ja auch theoretisch aggressiv eingestellt ist. Ist es nicht so, dass ich sie ganz leicht berühre und dann mein Gesicht durch die Windschutzscheibe fliegt. Ich kann das hier sehr schön abstimmen. Der verspringt auch auf Bodenwellen nicht. Fahrwerkstechnik ist das, was mich am meisten überrascht. Ich wusste schon, klar, dass das gut ist, aber ich bin diese Strecke hier schon häufig gefahren. Mit vielen unterschiedlichen Autos, mit vielen guten Autos. Aber ein Auto, was so schön gelegen hat, was sich so wenig von Spurrinnen irritieren ließ. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Ich merke auch keine Einflüsse in der Lenkung. Boah, fahrwerksmäßig ist das das Beeindruckendste, was wir in diesen Verbrauchsvideos jemals hatten. Ich werde jetzt noch die restlichen Kilometer abspulen und dann tanken. Mal schauen, wie gut oder schlecht der Verbrauch am Ende ist. Musik
Ich habe die Verbräuche hier und ich komme tatsächlich bei sparsamer Fahrweise über 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung. Es wären 1072 Kilometer, um genau zu sein. Und der Verbrauch 5,5 Liter. Ich bin aber auch wirklich verflucht langsam gefahren. Wenn ich nicht langsam fahre, sondern sehr schnell, naja, dann ist die Reichweite mit einer Tankfüllung 266 Kilometer und der Verbrauch 22,2. Und das geht definitiv noch schlechter, denn es war relativ viel Verkehr. Im M4-Video habe ich keinen ganz so guten Verbrauch hinbekommen, was daran lag, dass es kälter war und ich war auf Winterreifen unterwegs. Die Bedingungen waren also nicht ganz so perfekt. Das hier war schon nahezu optimal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal und irgendwo um mich herum könnt ihr andere Videos wie dieses anklicken. Bis zum nächsten Mal.